schon wieder. Also, ich muss ja mal sagen, es ist ja schon so nicht leicht, die ganze Sache hier zu machen, weil es ist, als gute Kita haben wir natürlich alle Aufgaben, die man so hat, bis kurz vor der Sommerpause aufgehoben. Mit anderen Worten, es ist auf Arbeit schon ein bisschen stressig im Moment. Das klang ja. Jetzt ist mir was kaputt gegangen. Also ich denke, es ist kaputt gegangen. Klang ziemlich nach kaputt gegangen. Ihr habt es gehört. Das war alles. Ich würde gerne sagen, es war ein Unfall. Und ich habe da nicht doll an den Schränken gerüttelt, aber ich habe es gefilmt. Also ich habe ziemlich doll an den Schränken gerüttelt. Ach, wie praktisch. Ach, wie laut. Na Freunde, wollen wir noch mal über Karma reden? Es ist ein absolut prädestiniertes Kaputtgeteil und es ist noch ganz. Schön. Ich brauche das Teil jetzt nicht. Ja, es ist gut, dass es noch ganz ist. Autsch. Das andere komische Teil ist auch noch ganz. Das ist ein neu entwickelter Tennisschläger. Und ein Riesenmikrofon. Das könnte ich mal verwenden in irgendeinem Video. Kaputtes Riesenmikrofon. Ja, schön, wo war ich denn stehen geblieben? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich habe Stress und es macht schon so keinen Spaß. Und jetzt erfahre ich, dass hier Herr Ami einfach nur keine Lust hatte und sich zu Hause langweilt. Mir ja mal vielleicht 5-6 Videos abnehmen könnte. Oder mal ein paar Intros für mich machen. Ich habe übrigens kein Intro hier bis jetzt. Das Michael Jackson Intro, das war einfach nur eigentlich nur als Teil des Videos gedacht. Weil mir gerade danach war. Und dann wollte ich eigentlich noch das richtige Video machen. Also ein richtiges Intro dann noch schneiden, wie die schon von den anderen, so, ne? Voice-over, bla, Film, Keks hier. Und weil es dann mit dem Film nicht geklappt hatte und ich keine Zeit mehr hatte und ich zur Arbeit musste, habe ich es nicht gemacht. Dann habe ich einfach das Michael Jackson-Ding als Intro genommen. Oh, und mir, jetzt muss ich wieder gleich ein Intro machen. Ich habe noch 20 Minuten, um meinen Hefeteig zu machen, der locker eine dreiviertel Stunde dauert, weil er noch so lange gehen muss. Weil man dieses scheiß Mehl hier durchsieben muss. Warum muss man Mehl sieben, verfluchte Kacke? Und der Akku meines Handys ist fast leer. Und mein Bruder hat heute Geburtstag, ich muss ihn also eigentlich noch anrufen. Und ich muss noch das Video da schneiden und ein Intro dafür machen. Bei all dem darf ich nicht vergessen, die Kamera zu jammern. Nein, das wird nicht zu mir. Aber ihr merkt schon, ich jammere, das heißt, es geht mir besser. Klingt komisch, ist aber so. Oh, geil, jammerst. $450 hier. Schön. Gesiebtes Mehl. Oh, Mehl. Ja, es gibt ehrlich gesagt gar nicht so viel zu erzählen. Jetzt und so.
Ich weiß nicht, was ich erzählen soll, um euch irgendwie das Leben spannender zu machen. Dann machen wir heute ein kurzes Video. Action hatten wir ja auch, wäre fast was kaputt gegangen. Boah, das Leben wird nie langweilig, hä? Und dann machen wir den Rest dann irgendwie morgen, weil also Freitag weiß ich auch nicht, weil ich muss auch noch das Intro für Freitag machen übrigens. So, nicht wahr? Moment, ich hole mir die Hefe. Und da ich so irgendwie so noch nicht so richtig weiß, wann ich das Video für morgen mache, vielleicht mache ich es noch morgen früh. Also, oh. Hefe riecht ja nicht gut. Eine Mulde hineintut, habe ich fast vergessen. Guck mal aus der Zeitung, habe ich vergessen. Nee, ist eigentlich ganz leicht, ein Hefeteig, weißt du? Machst du 450 Gramm Mehl, siebst du in eine Schüssel. Sieben, ne, ist wichtig. Dann machst du einen Teelöffel Salz, streust du oben drüber. Dann drückst du eine Mulde rein. Tröpfelst da 21 Gramm Hefe rein. 21 Gramm. Die Hälfte von dem Würfel genommen. Das sind so 40. Etwa 42, glaube ich, sogar 42. Ist ja witzig, jetzt ist man um 21 Gramm, ein halber Würfel eben. Haha. Und dann macht man da 7 Esslöffel lauwarmes Wasser rüber. Dann verrührt man das. Dann macht man nochmal ein bisschen mehr rüber. Und dann lässt man das etwa 15 Minuten gehen. Und dann braucht man das nur noch mit ein bisschen Olivenöl zum richtigen Teig machen. Schon ist es sowas von fertig, wenn es dann nochmal eine gute Zeit gegangen ist. Zack! Wie Brezeln backen. Aber Brezeln sind ein Laugengebäck. Ich erspare euch jetzt den Rest. Denkt an lauwarmes Wasser, Freunde. Und denkt dran, dass es an einem warmen Platz gehen muss. Na, da wird es mir aber schwer fallen, jetzt einen warmen Platz zu finden. Selbst in meinem Pool ist es mittlerweile warm. Gut, tschüss, Freunde. Bis morgen früh. Bye, bye.